Jetzt müsste stabil da sein. Pass auf, das sind eigentlich immer wieder die Kleinigkeiten, die Lösungen von allem sind so unendlich einfach. Wir stellen uns jetzt einmal ein paar ganz geistreiche Fragen. Das erste, ich bleibe mal in dieser absoluten Verwandlungsphase, die Möglichkeiten, die es gibt. Ja. Was wir jetzt Corona-Krise nennen. Um was geht es eigentlich? Geht es um die Menschen, die angeblich sterben, die mit ihm, oder geht es um Geld? Was ist das größere Problem? Weißt du, die Todeszahlen, man kann jetzt so viele Sichtweisen sich raussuchen, wenn du jetzt zum Beispiel mal googelst, wie viele sterben in Deutschland, ausgedachterweise habe ich aus das Internet heraus, eigentlich durch Motorrad- und Fahrradunfälle. Wirst feststellen, also 2018, glaube ich, war es um die 1200 Menschen. Dann können wir ja Fahrradfahren verbieten. Aber ich sage, all das sind Sackgassen, wo du dich hineindenkst, weil letzten Endes immer daran denken, sterbliche Menschen kannst du nicht am Leben erhalten, du kannst den Säugling nicht am Leben erhalten, indem du den als Säugling erhalten willst. Das haben wir tausendmal durch. Ja. Es ist eine Information, die sich auflöst in dem Moment, wo sie nicht mehr gedacht wird. Jetzt kommen wir zu dem Problem Geld, was das für Chaos anrichtet. Jetzt diese vielen Anträge, die ganzen Firmen brechen zusammen. Und wenn du jetzt all die Selbstgespräche dir anhörst, da habe ich hier vor 20 Jahren schon darauf hingewiesen, was ist Geld als Ding an sich? Es ist ein Maßstab für Wert. Der Maßstab als Ding an sich ist eigentlich nichts. Jetzt pass auf, kleines Gedankenexperiment, wenn die sagen, es bricht ja jetzt alles zusammen, jetzt boomt ja der Staat, macht neue Schulden. Was ist eigentlich Schulden machen? Was machen die eigentlich? Die beschaffen mehr Geld. So, wo haben sie das Geld her? Ja, genau. Ich werde mal sagen, es wird Geld gedruckt. Geld ist ein Gedankenkonstrukt. Pass auf, eine ganz einfache, geh den Gedankengang mit. Wir sagen jetzt durch einen kleinen Schnipp, wird alle Computerdaten, alles wird gelöscht und das komplette Papiergeld löst sich in Luft auf. Mhm. Das heißt, es ist auf den Computern ist keine Werte mehr drauf in Form von Zahlen, was wir Konten nennen. Ob das jetzt Sollkonten oder Habenkonten sind, spielt dabei keine Rolle. Die sind gelöscht. Und das ganze Papiergeld, wo im Umlauf ist, löst sich in Luft auf. Was verändert sich eigentlich an den Werten der Welt? Nichts. Es ist alles an Wert noch da. Ja, stimmt. Alles, was zum Leben wichtig ist, ist da. Nur der Wahnsinn Geld ist weg. Spannend. Das hebräische Wort Geld, übrigens Kesof, was ja auch Silber heißt, auf Hebräisch. Kaf, Sof, heißt wie eine Schwelle. Aber diese Sof, die Schwelle, Shinwelle, SP geschrieben, ist einfach nur raumzeitliches Wissen. Ja. Das raumzeitliche Wissen wiederum, wir können uns das dann gerne mal anschauen, ist eigentlich Geld. Geld, das Wort Geld können wir wieder sehr, sehr vielfältig nehmen. Worauf ich eigentlich hinaus will, es geht eigentlich gar nicht das, was ums Geld geht, sondern um Besitz. Weil die Werte sind ja alle da. Wer besitzt diese ganzen Werte? Das heißt, wenn das Geld weg ist, fällt es ja nicht an Lebensmittel oder an irgendwelchen, ich sage mal, an Konsumgütern. Das heißt, die wir uns jetzt materiell ausdenken. Ja. Es ist eigentlich nur ein Wahn, löst sich in Luft auf. Zeig mir die Weisen deiner Welt, ihnen das auffällt. Die konstruieren jetzt einen neuen Wahn, den sie dann mehr oder weniger gütig wieder den kleinen Menschen geben, dass sie wieder was von welchen die Materie, irgendwelches Essen besitzen, dass sie das Essen bekommen. Dass sie die Miete zahlen können, aber auch nicht die Wohnungen besitzen, weil ja alle Geld für irgendetwas haben wollen. Die eigentlichen Werte haben mit dem Geld nichts zu tun. Das ist immer wieder so dieses aus Nichts schaffen. Ich gebe dir, ich überweise dir. Es ist ja nicht mal mehr, dass du Scheine kriegst. Das heißt, in dem Moment, wo ich jetzt meinetwegen in Bredouille bin und der Staat gibt mir von den aufgenommenen, neu erschaffenen Geld was ab, ist ja nicht, dass die mir Scheine in die Hand drücken, sondern auf mein Konto bucht sich dann plötzlich irgendein Betrag auf, ein Zahlenwert auf. Und in dem Moment, wo ich das auf mein Konto habe, kann ich, wenn ich an der Supermarktkasse bin, mit meiner Karte, wenn ich durchziehe, kann ich mir was holen. Ja. Das Ganze drumherum ist doch eigentlich nur ein Witz. Und jetzt stell dir mal die Frage, wer besitzt das eigentlich? Wer besitzt was? Ja, die Menschen, die du dir ausdenkst,
denkst, werden das besitzen, was du dir denkst, dass sie besitzen. Ja. Das ist auch für den, der du zu sein glaubst. Ja. Aber ist nicht der letztendliche Besitzer der, der sich's ausdenkt? Genau, der sich's ausdenkt. Dem alles gehört, der alles um sich herum verstreut und immer wieder in sich reinholt. Was ich das Klonen ist, das schwarze Loch in der Physik. Und dann wird immer von einem weißen Loch gesprochen, was ja nur die Spiegelung dazu ist. Die Symbolik dieser physikalischen, ausgedachten, konstruierten Symbole, ich nenne es einmal so, es sind nur Symbole. Genau genommen ist eigentlich das weiße Loch ein Diabol und das schwarze Loch ist ein Symbol. Symbalein heißt zusammengeschmissen. In das schwarze Loch saugt sich alles rein, dem kann nichts entrinnen. Und das weiße Loch ist der Diabol, aus dem strömt alles heraus. Da kann nichts drin bleiben. Es ist immer wieder dasselbe Prinzip. Ja. Vorstellungen, die du aus den Worten machst, hängen von deiner Logik ab. Genau, ganz genau. Ja. Und da ist die große Radix, ist der große Schlüssel, ist, du wirst jetzt wieder lachen, wiederholt dasselbe. Es ist immer wieder, wenn ich sage, zeichne ein Quadrat mit drei Strichen. Das ist so unendlich tief, wenn du dir die Wörter genauer anschaust. Hast du dir die Wörter schon mal genauer angeschaut? Ich mache schnell den Geometrie-Explorer auf. Wir reden hier von einer Matrix. Es geht nicht um irgendwelche Gedanken. Es dreht sich alles um dich. Um den, der sich alles ausdenkt. Das, was du dir ausdenkst, ist beileibe noch nicht alles. Beileibe meine ich, solange du dich personifiziert empfindest. Ja. Das ist ja wiederum abhängt von extrem Minimum Intellekt, den du zum Denken benutzt. Allerdings. Das ist ungefähr so, wie wenn du dir jetzt einen Hochleistungsrechner vorstellst, wo man so sagt, diese Superrechner, ein Quantencomputer, und du spielst letztendlich mit deinem Intellekt, wenn du das ganze Wissen deiner Welt hast, spielst du solitär. Also jetzt einmal auf die Ebene runter, mach dir jetzt erst einmal bewusst, wie viel Wissen du von dem Wissen, das dir zugänglich wäre, jetzt schon zugänglich wäre, benutzt. Ja. Also gut, jetzt tun wir mal ganz, ganz kurz hier den Bildschirm übertragen. Dann gehen wir da ganz, ganz einfach mal in den Geometrie-Explorer rein. Pass auf, wir fangen mal ganz einfach an mit unserem Quadrat. Okay? Ja. Das Quadrat, das wird natürlich interessant. Ich bin hier auf diese Radix Quadratus im Lateinischen oft drauf eingegangen. Wo, wer, ne? Okay. Das klassische lateinische qua, que, qu, sind wir viel drauf eingegangen, was ja ähnlich ist wie mit dem Sinn. Immer das Vorhergehende, was verknüpft wird. In der Quadratik soll man das jetzt wissen. Ich gebe es mal ganz, ganz kurz nochmal auf. Ohne darauf einzugehen, dem folgenden Wort angehängt, dient zur Anreihung an das Vorhergehende, daher häufig eine Erweiterung, eine Vermehrung aus dem vorangegangenen Begriff. Das heißt, auf einen Berg muss ein Tal folgen, auf hell muss dunkel folgen. Da haben wir die Zeit schon mit drin, dasselbe finden wir in dem Wort Sinn. Wenn das Gegenteil oder etwas Gegenteiliges vorhergegangen ist, da haben wir den Sinus schon, was aber mit vorher und nachher schon ein verkehrtes Denken ist. Jetzt könnte ich wieder raumzeitlich sagen, du merkst, es hat sich 1869 in der Vergangenheit, waren wir schon so in der Raumzeitlichkeit versumpft, dass das in keinster Weise weiterführt. Was jetzt aber hier, wenn wir unser Quadrat machen, beginnen wir zuerst einmal jetzt in unserer Vatersprache in Q-Waff. Das ist eine elementare Radix. Da gehe ich übrigens in der Holoarithmetik extrem drauf ein. Okay. Das ist das dann mal hier eine Messschnur. Die Messschnur, mit der die Welt vermessen wird. Eine Richtschnur. Ja. Das heißt auch ein Strich, ein Ausgleiten, ein Säumen. Okay, da haben wir wieder den Saum. Unsere Randerscheinungen. Mhm. Okay. Was jetzt hier wichtig ist, wieso ich jetzt darauf eingehe, ist ein Riesenkapitel in der Holoarithmetik, da ist ein kleiner Auszug, da kommst du nämlich zu dieser Kreiszahl, das Messen, und da in der Holoarithmetik bringe ich diese kleine Formel. 3 mal 111 durch 106, 106 ist dieses Q. Ja. Dieses Q, okay? Ja. Das sind 3 Aleph, 3 Einsen. Ja. Dieser geschlossene Spiegel besteht aus 3 Einsen durch diese Ausstreckung. Immer dran denken,
das Aussäumen durch das Ausgesäumte ergibt 3,141504, bla bla bla. Das ist jetzt nicht original, bis hierher ist es unser Pi. Und ja. Ich weiß in der Holoarithmetik daraufhin, der erste Fehler ist, dass du dich an einem einzigen Pi festmachst, wo du sagst, dieses Pi ist richtig. Das ist wie eine Religion. Ja, ja. Und es gibt mehrere Möglichkeiten, Pis zu erzeugen. Und es ist immer, wo eins ist, muss ein anderes sein, ein Gegenteil sein. Und das bedeutet geistreich verdeutscht, ich nenne jetzt das hier Tor, wir können auch einen Türspiegel, weil ich das Talet ausgeschrieben als voller Wert heißt ja Tür oder Tor. Ja, ja genau. Das ist ein Türspiegel mal die Sammlung 111, heißt nämlich auch Einsammlung und diese 106 Stück für den Durchmesser. Und das ist der raumzeitliche Dreck. Okay? Ja. Unsere Ausgangsbasis war das Quadrat, Qua. Genau. Okay, wir können jetzt an das ein A in den Quadrat dranhängen. Jetzt kriegst du die affin aufgespannte Schöpfung. Wir können auf dieses auch ein He, das könnt ihr auch Qua He hausen. Wir haben ja H, He, Hi, Hu, Hu. Ja, ja. Wir können ja jedes Vokal auch nehmen. Und jetzt kriegst du Sammeln von Wassern. Hoffen, ja. Die Wahrnehmung wird offen, augenblicklich 2FN. Und das ist das Sammeln von Wassern. Okay? Ja. Das hast du aber, schau, wenn du hier schaust, warten, hoffe du, auf die große Sammlung. Das wieder Einsammeln dieser aufgespannten blauen Wasser. Affin aufgespannte Wahrnehmung. Die sammelt sich ja wieder, aber wo sammeln sich unsere Wellenberg und Wellental wieder in der Mitte? In der Mitte, ja, genau. Okay? Ja. Jetzt pass auf, ich bin bei Qua. Ja. Als nächstes kommt die R, wir sind im Quadrat. Das ist jetzt die Öffnung einer Berechnung. Unsere Generation. Okay? DR. Jetzt hast du es auch noch Bohnen, ganz interessant, der Bodenbelag. Bo im Klassischen. Immer, wenn man das einmal was, das kann ich zuerst einmal blau aufgespannt lesen. Blau. Ja. Das ist aber das hebräische Wort für Inim. Okay. Es ist verbunden, vereinigt und verbunden. In der Mitte ist es verbunden. Was außen blau aufgespannt ist, ist in der Mitte verbunden. Im klassischen Hebräisch heißt es ganz schlichtweg und einfach in ihm. Okay. Okay. Wir sind beim Boden. Ist ein Urteil. In ihm ist ein Urteil. Unsere Ausgangsbasis, jetzt weißt du, wieso dieses TR, diese geöffnete Berechnung, auch Bodenbelag heißt. In ihm sind Urteile, aufgespannte Berechnungen und das sind deine Generationen. Und du wohnst in der Mitte. Ja. Okay. Ja. Im Hebräischen. Juden übersetzen das auch ein Kreislauf, K-R-I-S, wie ein Spiegelraum oder ein Spiegelbewusstsein und dann La, Uf, Lichtschöpfung ist aufgespannte Facetten und das erzeugt einen Zeitraum. Ja. Das ist immer das Raumzeitliche. Denken, zwischen Raum und Zeit ausgedachterweise ist kein Unterschied. Ob du dir was 500 Kilometer woanders hin denkst oder 500 Jahre in die Vergangenheit denkst, es passiert hier und es passiert jetzt. Ja, es wird immer besser, Udo. Es wird immer besser. Ja? Ich bin bei der Quadrat, zeichne ein Quadrat. Wir haben jetzt dieses Qua, wir haben das DR und dann kommt ja noch Ad. Das Ad hat zwei Möglichkeiten. Das ist erst einmal ein Wunder. Ein Wunderzeichen, die Zeichen, dann ist es ja das Du, das weibliche Du. Das weibliche Wesen, immer dran denken, das weibliche ist die Welt, die außen entsteht. Ja, ja. Quadrat, aber was jetzt hier interessanter ist, ist, dass man hier diese Schöpfung von Spiegelungen, wir brauchen unsere Generation. Okay, und das ist jetzt ganz interessant, das ist eine gedrückte Stimmung. Oh. Klingt im ersten Moment, klingt es schlimm, aber was natürlich ganz interessant ist, da haben wir schon wieder unser DR. Der Geist fängt an zu generieren. Ja. Okay? Ja. Und du wirst jetzt merken, dass wenn man hier das Sanfte, das Vorsichtige, Langsamkeit, Gemächlichkeit, ist, dass das unter anderem auch hast, ich lege mir etwas vor, ich spanne etwas aus, ich strecke etwas aus.
Ich will jetzt da nicht genau darauf eingehen, wie sich das ergibt. Ich strecke etwas aus, ich spanne etwas aus, ich lege etwas vor, ich wende mich ab, wende mich ab, ich bereite, wende, stürze, ich biege, ich boge mich, ich stürze mich auf etwas und ich kehre wieder ein. Mhm. Das ist übrigens diese Radix, das Grüne immer dran denken, so übersetzt es die Akademie, die Altkabbalisten hier in der Dora, wenn das vorkommt. Mhm. Und das ist ein sanftes Fließen von Wasser. Bei den Fließen immer wieder denken, wenn etwas auseinanderfließt. Scharf ist S, ist B, die Facetten lieben, die in dir auftauchen. Mhm. Okay, jetzt sind wir im Quadrat. Zeichne ein Quadrat mit drei Strichen. Und die reife ich mir, das ist unser geschlossener Spiegel. Und was ist der geschlossene Spiegel? Jetzt schauen wir hier. S-D-R-I. Heißt? Mein Geheimnis. Mhm. S-D-R ist das Geheimnis, rot geschrieben. Ja, ja, genau. Mhm. Mein Geheimnis. Ich weiß, wie man drei, ein Quadrat mit drei Strichen zeichnet. Darum ist es auch mein Versteck. Ja, 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 das ist cool. Okay, meine Heimlichkeit, H-I-M, ist das Licht, das dann wie buchstabiert um mich herum gedreht wird. Es ist immer noch winzige Kleinigkeiten, was eigentlich hier das wirklich Wichtige ist, um das einmal wieder dich zurückzuholen. Dich zurückzuholen, wohin? Meine ich jetzt den Holger auf dem Bildschirm? Absolut nicht. Interessiert dich der Holger auf dem Bildschirm oder der Udo auf dem Bildschirm? Sollte nicht so sein. Die ganze Zeit mit dem, der sich dieses Gespräch ausdenkt. Nur mit dem, ja. Was mir viel wichtiger ist, es macht, beobachte dich, wie du reagierst. Ja. Denk an das, was ich am Anfang des Gesprächs gesagt habe, auch jetzt gesagt habe. Was ist Geld als Ding an sich? Mhm. Die einen geilen sich auf, weil sie Menschen, Enos, sterbliche Säugetiere retten wollen. Die Randerscheinungen sind in deinem Kopf, die kommen und gehen. Das gilt selbst für deinen eigenen Körper. Ja. Dein Körper existiert nur, wenn du an ihn denkst. Das ist hundertprozentig sicher. Mhm. Es gibt überhaupt keine Möglichkeit, es zu überprüfen, aber er existiert, wenn du nicht an ihn denkst. Weißt du, wie oft ich in Selbstgesprächen gesagt habe, um etwas zu überprüfen, musst du das, was du überprüfst, zumindest denken, genau. Dass es in irgendeiner Art und Weise existieren. Und dann kannst du dir Gedanken machen. Mehrere Gedanken um dieses Ding herum, das du dir ausdenkst, das aber nicht existiert, wenn du es nicht denkst. Ja, ja, ja. Die Holo-Feeling kann man nicht diskutieren. Ich sage, die ganze Physik, all das ganze Zeug, all dieses Geschwätz, was hundertprozentig sicher bewiesen ist. Ich sage, wenn du mal deine logischen Konstrukte, die du dann übrigens auch verwirklichen kannst, das ist das nächste Problem. Durch stochastisches Denken, verwirklichen heißt ja nur sinnlich wahrnehmen. Mhm. In einer extremen Verhärtung. Darum ist Raut Physikbücher, das ja auch eine Religion ist, wo ich sage, wo alle Gesetze stimmen, bloß die Auslegungen stimmen nicht. Materie ist hochkonzentrierte Energie, hochkonzentrierter Geist. Optisch gesehen verwirklichst du eigentlich nur dann was, wenn es auf der Farbplatte auftaucht. Aber das ist im Prinzip nichts anderes, ob du eine feinstoffliche Information hast oder eine sinnlich wahrgenommene Information. Information ist Information. Information, genau. Mhm. Da bin ich so oft drauf eingegangen. Mhm. Und da wirst du feststellen, dass also hier diesbezüglich sich nichts aus der Religion verwirklichen lässt, sinnlich wahrgenommen. Keine Alchenoa. Kein Abraham, warum kannst du die nicht sinnlich wahrgenommen verwirklichen? Schlichtweg und einfach, weil du glaubst, dass die da außen nicht mehr existieren. Genau. Du kannst nur das auf die VR-Brille holen, was du glaubst, dass auch wirklich ist und möglich ist. Mhm. Wenn du sagst, das ist unmöglich, siehst du das nicht. Mhm. Ja. Das geht schon los, lass mir doch von irgendeinem beweisen, dass man Licht sieht. Ich sage, der wird mir das nicht beweisen können, Licht sieht man nicht. Du siehst auch keine elektromagnetische Strahlung. Mhm. Ja. Du siehst auch nicht mit bloßem Auge auf deiner Verabredung, dass er stimmt auch in 440 Hertz schwingt. Ja. Da siehst du gar nichts. Du siehst auch nicht, dass sich die Sterne bewegen mit bloßem Auge. Ja, ist wenn so. Du dich siehst, stehen die wie eine Eins. Das ist das, was du siehst. Alles andere ist ein logisches Konstrukt, wo du über den Bereich hinausgehst und dann dir unendlich Großes oder Langsames oder unendlich Schnelles vorstellst. Es sind reine logische Konstrukte, die du niemals denken würdest, wenn du das nicht auf deinen Schwamm drauf hast. Mhm.
Ich gehe mal auf unsere Uhrmetapher zurück. Es würde niemals auf deinem Bildschirm auftauchen, du bist der Computer, wenn diese Daten nicht vorliegen würden. Ja. Es können auch komplett andere Daten in dir drin sein, die Bilder in dir aufwerfen, die du dir mit deinem jetzigen Programm nicht in den Künsten vorstellen kannst. Wie war das gerade mit Solidär? Das ist so scheiße hartnäckig, ey. Das ist so. Ja, das ist aber, wer bestimmt jetzt das wieder? Ja, genau. Die eigentliche Kunst liegt im Loslassen. Ich sage, das Haar, gib das Haar auf, schenk mir, wenn du mir dein jetziges Leben, deine jetzige Logik schenkst, kriegst du von mir eine vollkommen neue. Ein göttliches Versprechen. Und immer dran denken, die Vorsilbe Ver hat zwei Möglichkeiten. Ich kann etwas verstreuen oder verbinden. Ich kann etwas verbinden. Darum spricht man auch, der hat sich versprochen. Oder er hat etwas versprochen. Zwei komplett selbe Wort im Kontext, ein komplett anderer widersinniger, je nach Kontext, ein komplett anderer Sinn. Ja. Und das ist halt das Verrückte mit den Wörtern, dass also gerade ein Wort, wenn ich jetzt wieder zum Beispiel, machen wir mal, im Anfang war das Wort, erinnere dich mal ein Beispiel, ich mache das einmal plastisch, innerhalb deines jetzigen Intellekts nachvollziehbar. Ich habe dir gesagt, wir machen ganz einfach auf dem Monitor ein ganz normales statisches Bild, wir bilden ein Bild ab. Ja. Ein statisches Bild. Ja. Wir wissen, dieses Bild ist ein Arrangement, wie ich sage, von gewissen Helligkeitsunterschieden, von einer Unmenge von kleinen Lämpchen. Die Grundlage dazu ist eine Datei. Wir wissen, auf der Datei sind nur Bündchen und Strichen und jetzt denk an die Sache mit dem Morsecode und ich sage, ein Bild besteht aus unendlich vielen Worten. Umso mehr Worte ich benutze, umso genauer beschreibe ich das Bild. Ja. Aber wenn ich das jetzt so sehe, dann besteht das Bild eigentlich, wenn ich jetzt genau diese mir vorgestellte, ausgedachte Reihe von Bündchen und Strichen, die ich hier in der Datei habe, ich mache das einmal räumlich auf einer DVD. Ja. Muss ja hier eine gewisse Sequenz, das ist in Wirklichkeit nochmal, wird es sogar noch an verschiedenen Punkten hingemacht, aber ich will nicht ins Detail gehen. Wir bleiben einfach mal, wir haben ein Bild, das heißt auf der DVD muss eine lange Reihe sein von lauter Bündchen und Strichen, die letzten Endes dieses Bild ergeben. Ja. Und wenn ich jetzt das als ein Morsecode ziehe, habe ich hier eine Unmenge von Worten, die dieses Bild ergeben. Warum eine Unmenge? Weil, wenn du jetzt einmal schaust, wie viel Bit du eigentlich brauchst, um das Bild darzustellen in einer HD-Auflösung? Hammermäßig viele. Richtig. Und dann sind da unheimlich viele Bündchen und Strichen. Und wenn du jetzt weißt, wie ein Morsecode funktioniert, zum Beispiel waren jetzt drei Buchstaben. Da kommt einiges zusammen. Das waren drei Buchstaben. Weißt du, was das ein Bild ergibt? Noch gar nichts. Das muss übersetzt werden. Das ist zum Beispiel hier, die Leute meinen immer, die wüssten was. Was ihnen logisch erscheint, dann hörst du auf zum Denken. Weißt du, ich habe mehrere Male das Beispiel gebracht hier, dass wenn du jetzt mit einer Schrift oder einem Buchstaben siehst, ist ja ein kleines Bild. Okay, und jetzt habe ich gesagt, wir nehmen irgendeine Word-Datei oder PDF-Datei, spielt keine Rolle, egal in welchem Format. Du hast die auf dem Bildschirm, du hast was geschrieben und dann tust du einen Buchstaben markieren und dann vergrößern wir innerhalb dieses Dokuments nur diesen Buchstaben. Du musst wissen, dieser Ausschnitt, in dem sich dieser Buchstabe befindet, wenn wir den größer machen, verschiebt sich alles drumherum. Das ist eigentlich ein Bild in einem Bild. Wenn die Seite ein Bild ist, haben wir wieder ein Bild in einem Bild. Ja. Aber dann ist ja hier auf den Buchstaben bezogen, innerhalb dieses Bildes ist ein komplett anderes Arrangement von Bildern und Strichen. Das heißt, was passiert eigentlich im Hintergrund? Was muss da alles umgerechnet werden? Und merkst du, das ist die Frage schon, ist wieder raumzeitliches Denken. Wenn du das mit einem statischen Komplex zu tun hast, arbeiten wir bloß mit Perspektiven. Diese 16 Perspektiven, wo ich angesprochen habe, die gelten nämlich für alles. Es geht immer um diese Einseitigkeit. Und das Verrückte ist, es spitzt sich im Mittelpunkt ab. Das ist das, was ich prinzipiell gesagt habe. Du hast immer das, was du siehst und dazu brauchst du einen Hintergrund. Und die Erklärungsmodelle, die dir logisch erscheinen, ist schon ein schöner deutscher Versprecher.
diese Erklärungsmodelle, die Dialoge, die sind so unendlich trügerisch. Ja, stimmt. Weil das ist das Gefängnis, weil du sofort wieder in einer Rechthaberei bist, wenn eine andere Perspektive vom selben dir erzählt, dann blockst du schon wieder ab und sagst, das stimmt. Ja. Ja. Es ist alles so unheimlich schön logisch. In der Logik fühlt man sich wohl. Aber das ist genau diese Logik, die du nicht verlassen willst, ist dein Gefängnis. Ja, ja. Das heißt jetzt, wo wir in dem Gespräch mit Diana und Redo, habe ich den Hermann angesprochen und Muffi ist Kerlchen. Da geht es aber immer noch um Geld. Der bringt das Problem, dass Geld nichts ist. Der erzählt in diesem Vortrag eigentlich schon das, was ich hier vor 20 Jahren schon gesagt habe, dass Geld als Ding an sich ein Maßstab für Werte ist. Auch da habe ich das Beispiel gebracht, denk dir einfach einmal, du wirst wach, morgen werden wir wach und jegliche Form von Geld, was wir Geld nennen, ist vernichtet. Das heißt, die Computerdaten sind leer in den Banken und das sogenannte Hartgeld, die harte Währung, die Geldscheine und die Geldmünzen sind auch weg. Und dann wäre ein Chaos ohne Ende in der Welt, obwohl sich doch eigentlich nichts verändert hat in der Welt. Es sind alle Werte noch da, alles, was der Mensch zum Leben braucht, ist da. Ich finde das Inselbeispiel. Dieser Wahn, das Geld so anzubeten. Ja, wenn ich ins Hebräische, in das Kesaf reingehe, dann sieht es natürlich wieder wenn anders aus. Da haben wir dann das Silber. Dieses wie eine Schwelle. Das, was du zum Leben brauchst, sind deine Gedanken. Was ist ein träumender Geist, wenn er nicht träumt? Nichts. Was ist ein Meer, wenn es keine Wellen aufschmeißt? Nichts. Ein totes Meer. Und es ist total. Ja, so viele alles. Ja, in dem Moment ist es wieder mal begriffen, Udo. Aber das ist so. Das ist das Geld. Schau, wenn ich leben zum Beispiel. Ich mache bei Leben immer bloß die Sache Leben, eine auseinandergeschmissene, Le als Verneinung, Explosionsform. Ben. Ja. Okay, dann sage ich L als Vorsilbe, das erste E wegschmeißen, dann heißt es zum Sohn werden. Aber das ist doch bei Weitem noch nicht alles. Nee. Du kannst ja auch die ersten zwei Buchstaben, die ersten zwei Konsonanten Leb und ein N hin dran, dann heißt es ihr Herz. Das kann man natürlich wieder rot machen. Meinen wir mit ihr Herz das Innerste oder meinen wir die Erde, das erweckte Wissen? Das erweckte Wissen, ja. Und du wirst jetzt merken, dass wenn ich immer sage, ich spreche mal bloß so Elementarsachen an, da gibt es so viele Möglichkeiten, wenn du mal anfängst. Vor allem, wenn du dann anfängst wieder mit Rückübersetzungen, wie ich das nenne, das Hebraisieren, dann fängt das Ding erst zum Schwingen an. Ja. Dann wirst du feststellen, dass letztendlich alles, was du aufbaust, fraktal aufgebaut ist. Es ist zerbrochen, das sind die Divisionen. Aber wie du was zerbrichst, gibt es immer im Hintergrund ein gewisses Grundschema. Das ist bei Mandelbrot-Fraktal hast du eine Anfangsbasis. Und egal welches Bild jetzt in dir auftaucht, diese Selbstähnlichkeiten, da sind ja viele Bilder dazwischen, die keine Selbstähnlichkeit haben. Das hängt ja von der Eintrittstiefe. Das heißt, wenn wir uns in ein Mandelbrot-Fraktal reinrechnen, ohne jetzt ins Detail zu gehen, taucht ja immer wieder dieses Mandelbrot auf. Da tauchen aber viele Bilder dazwischen auf, wo man das Mandelbrot nicht erkennt. Ich hoffe, du weißt, was ich meine. Ich habe mir das Mandelbrot noch nicht so genau angeguckt. Diese Bilder dazwischen, das verstehe ich jetzt nicht. Die nichts mit dem Mandelbrot. Aber wenn du reinrechnest, ist ja nicht jedes Bild in jeder Eintrittstiefe das Mandelbrot. Wenn du in ein Mandelbrot dich reinrechnest, da gibt es Animationen, ohne jetzt da wirklich auf die Arithmetik im Hintergrund zurückzugehen. Du hast, das ist eine Iterationsgleichung, wo ich sage. Ja, das du kannst, ist. Wenn du ein Mandelbrotbild hast, kannst du irgendeinen kleinen Ausschnitt machen und dann kannst du dich da reinzoomen. Ja. Jetzt müsste ich ein Programm suchen, dann kann ich dir das zeigen. Ja, jetzt verstehe ich ungefähr, was du meinst. Das ist doch das Mandelbrot, hat doch so eine kleine Arschbacke zum Beispiel. Und dann machst du die Arschbacke, dann vergrößern wir das, dann größern wir wieder rein und dann taucht immer wieder dieses ursprüngliche Mandelbrot auf. Ja, genau. Kann man aber viele für die Bilder machen, wo du das Mandelbrot nicht siehst. Es ist aber dieselbe Iterationsgleichung. Okay, das ist eine Perspektive dann nur, ne? Ein Ausschnitt. Es sind immer nur winzige Sachen, aber was das gemeinsame Parameter ist, ist diese Anfangsgleichung, die du setzt. Ja, okay, ja. Das Eindringen ist ja bloß die Iterationsanzahl. Ja. Und jetzt ist es ja so, dass die Menschen um dich herum, ich sage immer wieder, das sind deine Lehrer. Ich mache jetzt da eine ganz, ganz kleine Sache. Mich ruft zum Beispiel hier, nachdem ich hier unsere Promis unter Balmen das mit die Fratzen reingestellt habe, ruft mich die Martina an und die war total innerlich aufgewühlt, positiv entsetzt.
weil sie sagt, Udo, das ist so der Wahnsinn. Ich habe mich, die alte Martina gesehen, aber nicht nur ein bisschen. Selbsterkenntnis. Und ich sage immer, die Menschen um dich herum sind Facetten von dir selber und die negativen Eigenschaften zeige ich dir überzeichnet als Karikatur, wenn du das nicht gleich siehst. Mhm. Wenn irgendeiner glaubt, so bin ich nicht, du kannst ruhig sagen, so bin ich nicht mehr. Okay. Wenn du nicht das Meer bist, bist du aber Wellenberg und Wellendal. Das ist ein Unterschied, ja. Okay. Und das Quadrat, das DR, diese geöffnete Berechnung oder geschlossen im Kopf, das trennt die Spreu vom Weizen. Weil das Eigenartige ist ja immer wieder, dass das Hoch, wenn du was hochschiebst und was nach unten schiebst, dass das eigentlich, wir spiegeln das einmal, pass mal auf, ich mache mal hier, die zwei müssen wir zuerst einmal trennen. Wir machen mal den einen nach oben und den anderen nach unten. Mhm. Und wir lassen, wenn wir den unten nach oben gehen und im selben Moment den oben nach unten gehen lassen, dann entsteht ein DR-Ruck. Ja. Okay, und jetzt lasse ich wieder los. Jetzt entsteht ein Druck und jetzt lasse ich wieder los. Ist das nicht das? Ja. Das ist der Druck, DR. Ja. Und darum sage ich immer wieder, dieses Denken, das, dann das, dann das, das gibt es überhaupt nicht, weil immer alles stimmig mittig ist. Mhm. Das heißt, umso schlechter du dich fühlst, muss zwangsläufig im Hintergrund ein Glücksgefühl sein. Und interessant ist auch, dass man gar nicht jetzt rein optisch erkennen kann, ob nun Druck ausgeübt wird oder nicht, weil die Finger liegen einfach nur übereinander. Die Kunst des Loslassens. Ja. Sobald du gegen was kämpfst, drückst du, ich mache das einmal jetzt so, und wenn du loslässt, wirst du feststellen, es lässt los. Du darfst nur nicht den Fehler machen, dass du aus der Mitte rauskommst, dass du zurückhaltst. Ja, du musst untrennbar mit dem verbunden bleiben, wo du bisher Druck gemacht hast. Du sollst es ja nicht lösen, es soll ja eins bleiben, es soll bloß der Druck aufhören. Ja. Das ist das, was ich die Gleichgültigkeit nenne. Die Theorie ist gut. Wer bestimmt, dass es nicht so ist? Es ist ja. Sag ich, du wirst dein Ego aus dir selber herausprügeln. Mhm. Du hast es in der Hand. Angst ist ein schlechter Ratgeber. Mhm. Aber einseitige Freude ist auch ein schlechter Ratgeber. Ja. Zu erkennen, dass genau die zwei eigentlich dasselbe sind. Mhm. Und da ist das Opfern des raumzeitlichen Wissens, der einseitigen Vorstellungen, das ist der Weg in die Freiheit. Und den Weg in die Freiheit kann nur der gehen, der sich alles ausdenkt. Also drum immer wieder ganz am Anfang steht, ich erkläre dir, was du bist. Mhm, ist der, der sich jetzt um sich herum eine Welt ausdenkt. Mhm. Ja. Und jetzt sage ich dir gleich, der bist du natürlich nicht, sondern du bist der, der sich einen ausdenkt, der sich um sich herum eine Welt ausdenkt. Jetzt bist du ich. Mhm. Solange du noch der bist, der die Welt um sich herum ausdenkt, das ist schon ein Schritt in die gute Richtung, aber solange du glaubst, du bist jemand in der Welt, die du dir ausdenkst, das reicht dann wirst du dich in dem Videospiel. Ja. Das reicht noch nicht. Und dann wird dir dieser Wahn bewusst. Wir reden hier von hundertprozentig sicheren Fakten mit Holofeeling. Das macht nichts und niemand in deiner Welt macht es. Außer die ersten Spiegelungen von dir selbst, wenn du anfängst, das langsam zu glauben, spiegeln sich ganz, ganz wenig aus dir heraus. Ganz unscheinbare Fremde, wo du merkst, hey, die dicken ja langsam so wie ich. Ah. Das sind ganz, ganz wenige. Ja. Ja, stimmt. Jetzt weiß ich, was du meinst. Ja. Aber du musst der Erste sein. Ich sage immer, du musst der Erste sein, der damit beginnt. Du musst der Erste sein, der loslässt. Mhm. Und du wirst dann immer wieder merken, dass dann je nachdem, dieses auch, sag mir, mit wem du gehst und ich sage dir, wer du bist. Zumindest sage ich dir, was deine Themen sind. Weil die Menschen, mit denen du dich umgibst, in erster Linie bestimmen maßgeblich, was du die meiste Zeit denkst. Weil ja unter Menschen was gesprochen wird und da gibt es gewisse Themen. Ich erspare mir jetzt wieder das Wort Thema in der Musik. Bin ich in einem letzten Selbstgespräch. Einfach mal Wikipedia Thema in der Musik. Mhm. Diese Themen kann man variieren, aber die variieren ja nicht. Normale Menschen, wenn du die beobachtest, in ihren Themenkreisen, wo sie festsetzen, sind immer nur Einseitigkeiten, die intronisiert man. Mhm. Die Zerstrittenheit. Wo ich immer wieder sage, es gibt rechte Parteien und es gibt linke Parteien. Aber die rechten Parteien innerhalb der Rechten gibt es rechte und linke.
Strömungen. Und innerhalb der Linken gibt es auch rechte und linke Strömungen. Es wird immer wieder dieses Bild immer wieder zerrissen. Ja. Die Einheit interessiert überhaupt keiner. Nee, stimmt. Und das Hauptproblem ist das Geld. Ja. Solidarität ist jetzt. Ihr müsst die Schulden von dem übernehmen und die Schulden von dem. Wer von wem die Schulden übernimmt, die Fragen stellen sich überhaupt nicht, wenn du weißt, wer du bist. Dann nimmst du nämlich alle Schuld auf dich. Schuld ist das dann mal der, der sich das alles ausdenkt. Ja, und das ist der Punkt. Und im selben Moment ist der natürlich nicht schuld, solange ein träumender Geist ist. Mhm. Ich könnte jetzt sagen, der träumende Geist ist hundertprozentig daran schuld, dass er das zu sehen bekommt, was er träumt. Würde er das nicht träumen, würde er es ja nicht zu sehen bekommen. Jetzt musst du bloß wissen, dass ein ausgedachter träumender Geist als Ding an sich selber ja gar nicht sieht. Der ist ja auch bloß was Ausgedachtes. Da kommst du langsam in den Bereich, was Geist ist. Das ist eine vollkommen neue Welt. Mhm. Sie unterscheidet sich von einer jetzig vorgestellten Welt, von diesem Universum, so mächtig du dir das auch vorstellst und so riesengroß und vielfältig, unterscheidet sich so, wie die Welt in der Gebärmutter einer Trockennasenaffenweibchens zu der Welt, die du dir jetzt ausdenkst. Das nenne ich Matrix 1 und Matrix 2. Aber rein oberflächlich verändert sich nichts, ne? Die Oberfläche verändert sich ständig, ohne dass sich was verändert. Das ist das Gleichgewicht. Ja, ja. Wenn ich merke, dass nichts aus dem arithmetischen Mittel herauskommt, dass insgesamt die Diffurtransformation über die Unendlichkeit gesehen, immer dran denken, unser Rechteck entsteht erst in dem Moment, wo du Sinus 1 alle ungeradzahligen Oberwellen bis ins Unendliche, bis ins Unendliche, das gibt das ideale Rechteck. Und das Rechteck ist ein Quadrat, das wir mit drei Strichen zeichnen. Aber die drei Striche wiederum, dieses Dreieck entsteht nicht durch das Aufaddieren, viertransformationsmäßig, von allen ungeradzahligen, sondern von allen. Stimmt. Gerade, ungerad, gerade, ungerad, gerade, ungerad. Da steckt ja im Fourier das Quadrat mit drei Strichen drin. Selbstverständlich. Das flasht mich wieder weg. Die Weisen der Welt wissen gar nichts. Das ist, ja. Sie werden so sein, wie du sie dir denkst. Die Mächtigen der Welt sind nicht mächtig. Sie sind so, wie du sie dir denkst. All das ist Selbstentmächtigung. Mhm. Du solltest dein Licht nicht unter den Scheffel stellen. Ja, aber trotzdem Demut üben. Schwere Demut. Das ist das A und O. Nicht prahlen mit Vielwisserei. Ich sage immer wieder, wichtig, du wirst dann zu einem weisen Mann, wenn du zuerst einmal machst, wer du bist und was du bist. Mhm. Du bist der Erste für die Welt, die du dir ausdenkst. Ja. Und was? Nichts und alles gleichzeitig. Und das ändert sich alles. Den Rest lässt du ganz einfach mir machen. Ja. Ich sage immer wieder, ich mische mich ganz gewaltig in deine Traumwelt ein mit Wundern, wenn du es zulässt. Vertrauen. An Gott zu glauben, heißt an sich selbst zu glauben. Hilf dir selbst, dann hilft dir Gott. Mhm. Wie oft sage ich immer wieder, die Sprichwörter und Märchen sind das Wertvollste, was du besitzt, wenn du die Metaphern verstehst. Mhm. Und jetzt verstehe ich des Kaisers neue Kleider. Du lebst in der Welt des Kaisers neue Kleider. Du lebst in einer Welt, wo du Figuren um dich herum dir ausdenkst, die laufend Sachen sind, die sie überhaupt nicht sehen. Das, was du zu sehen bekommst, besteht zu 99% aus Interpretationen von Reizauslösern. Ja, ja, genau. Jetzt könnte ich wieder Folgendes machen. Wo war der Finger vorher? Mhm. Hinter der Hand? Ja, was siehst du jetzt? Konstrukt, ja, ich sehe nur dein... Ja. Und auf der Farbbrille dreidimensional ist es nichts anderes. Mhm. Was verstehe ich unter vor? Zeitliches oder räumliches? Merkst du, Raum und Zeit ist dasselbe. Wir reden nur von gewissen Entfernungen. Mhm. Von räumlichen Entfernungen und zeitlichen Entfernungen. Aber das Ferne wird zuerst einmal vorgestellt und dann ins Gegenteil gekehrt. Mhm. Ja. Man muss sehr ins Detail gehen. Ja. Wir fliegen immer so drüber, Holger. Warte mal, ich mache ganz kurz nochmal den...
Ich mache mal ganz kurz nochmal unser hier, machen wir hier die Vorsilbe N, das müssen wir mal genau anschauen. Ist ja alles da. Ich arbeite ja nur mit bestehendem Wissen. Schau, drückt in Bildungen, BILET, im Kind, im Kind. DR, immer unser DR. Mhm, genau, das schon. In Bildungen mit Verben, was wir ja auch Zeitwörter nennen, aus, schau, V steht für eine bistabile Verbindung. Also ein von zwei Möglichkeiten ist immer nur eine da. Das ist eine erweckte polare Existenz. Die Verbe, die Zeit, ein Dack, Dack, Dick, Dack, Dick, Dack, ist immer bistabil, entweder es ist hell oder es ist dunkel. Das ist eine erweckte polare Existenz. Mit dem V von ihr heißt es, es ist bistabil. Mhm. Das sind zwei stabile Zustände, die aber immer wieder von den einen in den anderen umkippen. Dass etwas wieder rückgängig gemacht in den Ausgangszustand zurückgeführt wird. Das ist natürlich jetzt hier, ich muss mir jetzt erst was ausdenken. Das heißt, ich würde jetzt erst einmal das, die 1, drückt in Bildungen mit Substantiven und eine Endung aus, dass etwas entfernt wird. Das heißt, ich muss mir erst einmal ein Ding ausdenken und dann kommt als zweites, dass es wieder rückgängig gemacht wird. Die zwei Punkte müssen wir austauschen. Ich rede jetzt nicht chronologisch. Bist du dabei? Holger? Ja, ja, warte mal. Drückt in Verbindung mit... Wieso austauschen? Da denke ich gerade drüber. Pass auf, zuerst einmal musst du dir was ausdenken, um was rückgängig machen zu können. Ach so, ja, jetzt habe ich es. Okay. Das heißt, der erste Akt ist, dass du ein Substantiv, ja, eine Basis, Sub, raumzeitig aufgespannte Polarität, eine Gedankenwelle dir ausdenkst. Ja. Okay? Ja. Die wird entfernt. Und dann das eigentliche Verb, das umkippen lassen, was ich gerade erzählt habe, wird wieder rückgängig gemacht in den Ausgangszustand. Ja, jetzt habe ich es. Okay, darum ist jetzt die Reihenfolge, würde ich anders setzen. Ja. Dass das jetzt verkehrt ist, es ist eine andere Perspektive. Immer dran denken, wir können die Perspektiven verändern. Ja. Drückt mit Bildungen, mit Verben ein Weggehen und ein Entfernen aus. Die machen das rückgängig machen als erstes. Ich kann ja erst einen Gummi dann entspannen, wenn ich ihn vorher gespannt habe. Ich kann ja erst aufwachen, wenn ich eingeschlafen bin vorher. Richtig. Gut eingefallen. Das ist dir jetzt aber richtig gut eingefallen. Okay. Drückt in Bildungen ein Herausgelangen, ein Wegnehmen, heraus und Wegnehmen. Drückt in Bildungen ein Beginn von etwas aus, mit Adjektiven und einer Endung aus, dass eine Person oder Sache so wird, wie das Adjektiv besorgt. Ey, das ist ja ein Hammer, was da drin steht. Wenn ich immer reinfahre, ich mache nur kleine Sachen. Wie intensiv beschäftigst du dich mit deinem Satz? Wie intensiv beschäftigst du dich mit deinem allereinzigen Wort? Viel zu wenig. Und jetzt denk wieder, was ich gerade gesagt habe. Ein Bild auf deinem Computer im Hintergrund der Datei ist eine riesenlange Kette, jetzt ausgedachterweise von Bündchen und Strichen. Und das als Morsecode gesehen, besteht ja eigentlich, ein Bild besteht aus Tausenden und Abertausenden von Worten. Und jedes dieser Worte besteht aus Tausenden von Bildern, wenn du anfängst, hier dieses Spiel mit Holofeeling einzusetzen. Ja. Streng arithmetisch. Es geht mir nicht, dass du ahnst, um was es mir geht. Ja. Und da wirst du jetzt feststellen, dass also hier diese Grundradix des Ahnd, Ahnlitz, Antwort, da kann man übrigens da ja das DT, schau, wenn wir hier reingehen, wir haben jetzt erst immer wieder unser AND. Immer wieder die Schöpfung einer existierenden Öffnung. Okay? Imperfekt gelesen, ich werde hin und her schwingen. Wieso? Weil diese existierende Öffnung, ND, immer blau, wenn ich das sage, diese ist ein Schweifen, Mehren, ein Schwanken, ein Klagen. Zuerst einmal ein Damm. Die geöffnete Schöpfung besteht aus 2 mm. Ja. Denk an unser Moment. Ich spring ganz kurz rein. Mom ist der Fehler. Das ist das Kreisende. Das kreist aber immer in Ecken. Ja. Immer denk einfach unseren klassischen Spiegel. Ja. Das Ganze ist ein Gebrechen. GB, ich fange nicht nochmal an. Etwas aufwerfen, ein Berg, eine Felge, dann geht es ins Tal, geht es wieder runter. Okay? Übrigens, gerade fällt mir wieder ein Zeichen, ein Quadrat mit 3 Strichen. Das SRI haben wir, mein Geheimnis. Geheimnis, ja. Ist Chen.
Und das Geheimnis von allem ist die göttliche Gnade. Ja. Das ist die göttliche Gnade. Was hier ganz, ganz wichtig ist, das ist dann der wirkliche göttliche Liebreiz, die Schönheit, die wirkliche geistige Lebendigkeit. Hammer, das ist echt. Mein Geheimnis, Esther-Ichen, ist Gnade, aber du kannst nur Gnade von jemandem erwarten, an den du selber glaubst. Ja. Glaubst du an dich? Ja, ist viel zu wenig. Das Ego bläst sich auf, das glaubt schon an sich. Aber du bist nicht dieses Ego. Ja, scheiße ist es nicht, aber es ist mächtig. Du bist nicht dieses Ego. Ja. Weißt du, das ist immer wieder dieses Enden. Wir können das Enden natürlich auch hier mit einer 70 vorne schreiben. Das ist einmal das erste Spiel und dann kriegst du ein Anliegen von Schmuck. Etwas umbinden. Die Welt um dich herum ist wundervoll. Sie schmückt dich. Oh, Udo, ja. Das bedeutet es. Aber das ist doch nur dein ständiger Randerscheinung. R-A-N-D, Rand. Mhm. A-N-D, deine Randerscheinung. A-N-D ist der Schmuck, den du hast. Mhm. Schmückst du dich schon oder findest du das, was um dich herum ist, hässlich? Ja, nur teilweise. Okay? Ja. Wir können das natürlich dann hier, dieses A-N-D, wir können das natürlich auch mit dem Antwort, denk, entfernen und Antwort. Ja. Schau, Ant ist gleich End. Ja. Das heißt, etwas erfahren lassen, in Trauer sein. Ja. Aber die Trauer beginnt schon wieder mit DR, das ist eine Reihe. Mhm. Okay. AUR. AU, die Schöpfung ist aufgespannt, erweckt. Ja. Das Wort ist nicht negativ. Siehst du Trauer bloß negativ? Mhm. Ja, merke ich. Mhm. Okay. Okay, wir können dasselbe natürlich auch and, darum sage ich das weich und hat, kannst du immer wieder einen Übergang machen. Ja. Und jetzt kriegst du sie antwortet. Sie hob an zu reden. Chaldäisch. Die Welt. Das ist toll. Das Weltliche, ne? Das heißt übrigens, dieses LD ist ganz hinter mir, haben wir das im Geld, wenn wir das Wort Geld nehmen, ich mache mal unser Käse auf. Ja. Wie gesagt, immer nicht, du musst jetzt das nicht wissen, ich will dir nur zeigen, wie die Matrix funktioniert. Das ist jetzt erst einmal das hebräische Wort für Geld, so heißt Schwelle, das heißt wie ein raumzeitliches Wissen. Jetzt kann ich GL, kann ich einmal das GL, die Konsonanten nehmen, dann habe ich schon mal die Welle. Ja. Ich kann natürlich auch lesen, der Geist Gottes. Ja. Das Gehirn ist ein Joch, L mit 70 geschrieben. Mhm. Die alleine hinten heißt gebären, der Geist gebärt etwas. Ja. Ich kann da vielfältig, das ist das, wo ich sage, das sind einmal die Perspektiven, die dir sofort eigentlich in den Sinn kommen sollten. Ja, allein diese vier Buchstaben in dem Wort. Das ist, wenn wir jetzt Rückübersetzungen machen, wird es natürlich noch wesentlich mehr. Ich bleibe mal das A, wir machen mal das A als Vorsilbe weg, dann haben wir das NT und das NT hinten, was jetzt ganz was Interessantes merken, diese existierende Erscheinung oder das Sein ist immer Sein. Schau. Das bewusste geistige Sein ist das immer absolut Daseinende. Ja, ja. Rot geschrieben. Geschlossene Schöpfung, Bewusstsein ist nicht ein Nicht-Existieren, ein Ende. Da haben wir schon wieder dieses END, rot. Wieder, ja. Okay? Ja. Also, also und das ist jetzt ganz interessant. Diese Radix, NT, TNT, NTN, ist etwas Gegebenes. Das heißt nämlich gegeben auf Hebräisch. Gek ist eben. Ja. Die Welle ist eben. Das ist das Ausgedachte. Eben ist Expen. Wir können natürlich E Quadrat immer GB, schau, da steckt jetzt das immer unser GB-Denken. Mhm. Die Radix bin ich so oft drauf eingegangen. Und das ist nur, dass du ein Gefühl kriegst, es gibt keine Zufall in meiner Welt. Es ist immer alles perfekt. Ja, merke ich mehr und mehr. Ist es ist auch dann perfekt, wenn es imperfekt ist. Ja. Es ist immer schwierig, dieses alte Wort imperfekt, Vergangenheit, sich davon zu lösen, aber das ist jetzt eine andere Bedeutung. Es ist immer noch im Werden. Ja. Und doppelt aufgespanntes, erwecktes Wissen ist einmal der erste Wert, dass du das wirklich auch doppelt aufspannst. Dass dir klar macht, dass nichts gibt, was du denkst, was nicht durch tausend andere Perspektiven auch ermöglicht zu denken. Mhm.
Und darum ist so dieses Zeichen ein Quadrat mit drei Strichen Ja, nicht unheimlich sagt, geht tief. nicht, sondern wo soll ich die Striche hinmachen? Und wenn man dann Die einsteigt, ist es Antwort ist ganz unheimlich einfach, tief. im Hier und Jetzt. Ja, nur geht ja nicht Das anders. ist die Gnade. Ja. Und dann die eigene Verwandlung zulassen, so wie eine Robbe zum Schmetterling wird. Auch wieder so ein Satz, den der Udo tausendmal wiederholt hat. Als normaler Mensch bist du eine dumme Raupe, die mit aller Gewalt versucht, möglichst lange Raupe bleiben zu wollen. Ja. Udo, Was du nicht aufhalten kannst und auch bist du wenn. nicht willig, so brauche ich Gewalt. Aber um ein Schmetterling zu werden, musst du das, was du bisher zu sein geglaubt hast, vollkommen, muss ich vollkommen auflösen. Und jetzt sage ich selbst, innerhalb deines Zeitfensters, deines momentan ausgedachten Lebensspanne, ist es, wenn wir wieder kleine Fragmente machen, schon immer passiert. Das ist es Fraktal. Das symbolisiert das Mandelbrot. In jedes kleine, in diesen 3x3x3 Wachstumsstufen wiederholt sich immer wieder dasselbe auf einer höheren Ebene. Ja. Es ist Die gigantisch. Pünktchen waren zu Zahlen im Fernsehen, die Zahlen waren so ein Bild. Die Bilder waren so ein Film. Filme in einer Reihe sind ein Fernsehsender. Fernsehsender in einer Reihe sind ein Programm. Programm, ja. Aus Buchstaben werden Worte, aus Worte werden Sätze, aus Sätze werden Absätze Kapitel, und Bücher. Kapitel werden Bücher. Es sind immer Kollektionen von Kollektionen. Das Prinzip, das arithmetische Prinzip im Hintergrund bleibt immer gleich. Ist immer das Sachen, Gleiche. die ich immer wieder erzähle, die Menschen hören, aber gar nicht verstehen, was ich ihnen sage, weil es nicht wichtig ist. Sie haben Wichtigeres zu tun, Wichtigeres zu denken. Ich muss mich zuerst einmal versuchen, am Leben zu erhalten. Programm. Die Zwangsenteignung, die hier angeordnet wurde, meinst du, der Staat, den du dir ausdenkst, kann irgendwas anders machen, wie du dir ausdenkst? Das liegt an mir. Das Thema, wo ich doch hatte, gibt des Kaisers, was des Kaisers ist. Und jetzt schau, wo dein Charakter ist. Jeder, der dagegen aufbegehrt, der sich besonders gescheit vorkommt, mein Banker- und Bankerbeispiel. Ja, genau. Du erweiterst dann deine Logik in den anderen Bereich, wenn du was Unlogisches machst, in Unlogisch. Bezug auf deine bestehende Logik und nicht in Bezug auf irgendwelchen logischen Systemen, die du als normal definierst und sagst, ich bin was Außergewöhnliches. Genau, das Du ist der bist Punkt. was außer der Gewohnheit dieser von dir ausgedachten Normalitäten lebender, aber nicht einer, der außerhalb seiner eigenen Gewohnheit lebt. Ich Ja, wiederhole es nochmal. das war. Du denkst dir bestimmte Normalitäten aus. Es gibt normale Katholiken und normale Moslems. Natürlich jetzt dann Überbegriff wieder, was für ein Moslem, was für ein Christ, normale Christen, dass die schon wieder Unterschiede machen von Vorstellungen von Normalität. Und du vergleichst immer diese Normalität mit deiner Normalität. Zwangsläufig, wenn deine Normalität, deine Normalitätsnormierung, deine Normalitätsvorstellung anders ist wie bei anderen Normen, dann bist du in Bezug zu diesen engen Normalitäten ein außergewöhnlicher Mensch, weil du außerhalb dieser Gewohnheiten der anderen lebst. Aber du lebst in deiner Normalität. Und Stimmt. der Sinn ist Das es, ist der. deine Vorstellung von Ja, normal zu verlassen. genau. Ja. Das ist so mal ganz deutlich geworden jetzt. Das ist gut. Darum geht es mir. Ja. Jetzt fängst du an, geistreich zu denken. Und da wirst du merken, das Hauptproblem, alles dreht sich um Geld. Und Geld ist nichts. Mach dir das bewusst, es ist ein Wahn. Es ist der absolute Wahn, Geld erhält mich am Leben. Und ich sage jetzt nochmal, dich erhält das am Leben, was dich jeden Morgen als der wach werden lässt, der du zu sein glaubst. Aber wer denkt sich dich jetzt aus? Jetzt musst du sagen, ja, ich. Aber dieses Ich ist ja der träumende Geist, der sich selber in eine Welt hineinträumt, die sich letztendlich in ihm selbst abspielt. Und der, in dem sich die Welt in dem Kopf abspielt, den wir uns jetzt ausdenken, den wir träumenden Geist nennen, ist immer noch, jetzt denkt man an einen blauen Kopf, an einen träumenden Geist, ist immer noch nicht der absolute Mittelpunkt. Da muss jetzt erst einmal einer da sein, der sich den träumenden Geist ausdenkt. Ja. Du kannst nur ganz allein aus deinem Gefängnis rausgehen. Ich sage, ich kann nur den wach machen, der mich jetzt sprechen hört. Ja, wieder ein Das ist bisschen auch der mehr Einzige, der mich wirklicht. Mich interessiert. wirkendes Licht in dir. Mich wirklich interessiert. Ja. Über die anderen Gedanken, die ich mir ausdenke, über die anderen Menschen, mache ich mir keine zu großen Gedanken, weil die kommen sowieso alle wieder zu mir zurück. Also das ist mir das Leichteste, Menschen in mich hereinzuholen, die ich mir ausdenke. Ich denke sie einfach nicht mehr. Die haben nämlich keine Freiheit.
Ich habe nur den Geist, mit dem ich jetzt spreche, den habe ich die Freiheit gegeben, den lasse ich das selbst entscheiden, ob er ich werden will. Also, Udo, stilles Eingeständnis und Schweigen nur. Stilles Eingeständnis und Schweigen. Das ist das Problem. Freiheit hat nämlich auch zwei Seiten. Freiheit hat nämlich sehr viel zu tun mit Selbstverantwortung. Ja. Das sind die ganzen Antworten, die du dir gibst. Sind es schon deine eigenen Antworten oder sind es noch die Antworten deiner Logik? Ja. Die überhaupt nicht deine Logik ist. Es ist dein Schwammerhalt. Jetzt kriegt das Wort Selbstverantwortung wieder eine vollkommen neue Perspektive. Oder ich kriege jetzt Pipi in den Augen. Das haut ganz schön rein. Ne? Ja. Okay, jetzt lassen wir es gut sein. Ja. Lass es auf dich wirken. Volle Dosis. Und immer dran denken, der Holger bist du. Ja. Nicht dieses Pixelmännchen. Ja. Nicht dieser Körper, der jetzt vor dem Computer sitzt. Auch wenn du meinst, du bist nicht der Holger. Du bist zurzeit noch ein Holger. H.O.L. Einer, der in der Fremde übernachtet. G.R. Alles blau geschrieben. Das aufgeschmissene Joch. Du bist eine Gedankenwelle von dir selber. Das bedeutet Holger. Sind wir nicht alle als normale Menschen Holgers? Egal, wie du dich jetzt selbst nennst, im tiefsten Inneren sind wir ein Holger. Ja, ich verstehe, was du meinst. Der eigentlich genau genommen außen dir erscheint. Das wird alles sehr, sehr neutralisiert. Und neu ist Strahl, TR. Rot, wir haben Blau, haben wir die Reihe, den Spiegel. Aber dieser Reihe, kann ich ja mal eine Reihe mir ausdenken, Blau. Ich kann aber den Reihe natürlich auch, der Kopf des Schöpfergottes ist die Quintessenz. Das ist auch Reihe, Not gelesen. Ja. Das ist halt die Schöne mit der Vordersprache, kann ich alles neu deralisieren. Alisieren. Auch jetzt lassen wir es gut sein. Ja, okay. Träum noch eine Runde und spiel noch eine Runde Trockenmausnaffe. Mache ich, ja. Ciao. Vielen Dank. Tschüss.